Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Einer neuen Preview auf meinem Kanal, und zwar aus der Premier League vom 9. Spieltag. Heute ist FC Swansea City gegen FC Watford dran. Hier sehen wir auch schon die Aufstellung, und zwar wieder im neuen Design. Habe ich im letzten Video schon angesprochen gehabt. Es gab ein Update für die Premier League von EA für FIFA 17, und so sieht es auch aus. Wir haben hier auch die Aufstellung von Watford. Sie spielen in einem 5-3-3, sah so ein bisschen aus. Ich denke mal, trotzdem sollte Swansea City hier eigentlich Favorit sein, denn sie haben schon die bisschen besseren Spieler auf dem Platz. Und da wird es auch gleich losgehen. Wir beide machen natürlich nochmal den Mannschaftskreis, das kennt man ja vom neuen FIFA. Ja, und dann könnte es eigentlich von mir aus auch losgehen. Mal sehen, wer Anstoß hat. Ja, Swansea City hat Anstoß. Also, die Heimmannschaft stößt den Ball an und es geht los in der Partie. Jetzt wird natürlich erstmal ein bisschen wieder angetastet an den Gegner. Aber, schöner Zweikampf gewonnen von Swansea Spieler. Und jetzt kann es mal schnell gehen. Ja, kommt rein. Und da ist auch schon das Tor. Wir haben natürlich einen kleinen Sprung gemacht. Aber in der Zeit, aber wir haben das erste Tor in der 23. Minute. Schöner Kopfball vom wahrscheinlich kleinsten Spieler auf dem Platz. Das ist natürlich auch mal wieder ein bisschen merkwürdig. Aber das ist so, schreibt halt Fußball seine Geschichten sozusagen. Schöner freier Platz für ihn. Und dann kann er einfach nur noch locker reinschieben sozusagen. So, ja, ein Foul an der Seitenlinie, gibt es dafür was? Ich würde mal sagen nein, aber weil es ja niederschießt, und es gibt tatsächlich Gelb. Also der Spieler kann es nicht fassen, Taylor kann es nicht fassen. Ich hätte da auch keine gelbe Karte gegeben, schließlich ist es ja England. Und da kennt man es ja von der englischen Härte. Also das war noch keine gelbe Karte, würde ich sagen. Aber gut, so ist es halt. So, wir sind schon in der Nachspielzeit. Der ersten Halbzeit ist nicht viel los in diesem Spiel. Weiß nicht, ob sie jetzt hier noch was machen können. Nee, Abpfiff. Also, ein Tor haben wir gesehen, eine gelbe Karte haben wir gesehen, beides von Swansea City. Und somit geht es 1-0 für Swansea City gegen Watford. In die Pause, der Herr Montero hat es 1-0 gemacht. Ein Schuss, ein Tor. Und dann sehen wir uns gleich in der zweiten Halbzeit. Und zwar mit einem Wechsel. Der Herr Baston geht raus und dafür kommt Llorente rein. Also nochmal ein bisschen offensiver, ein stärkerer Stürmer. Hat viel Erfahrung schon, Llorente. Und die zweite Halbzeit läuft jetzt schon. Mal sehen, ob sie jetzt was draus machen können aus der Auswechslung. So, hier können wir nochmal einen schönen Zweikampf von Fair sehen. Im 16er, im eigenen 16er. Das hätte auch noch locker Elfmeter geben können. Und erklärt der schönen Ball. Was man jetzt in der Wiederholung gesehen hat, da war ein bisschen Hand noch mit dabei. Aber gut, oh, Montero mit der nächsten Schusschance. Also der hat Bock drauf, auf das Spiel heute. Schon seine zweite große Chance, eine konnte er ja nutzen, im Kopfball in der ersten Halbzeit. Aber das war auch schon wieder nicht so schlecht. So, und dann gibt es noch einen Wechsel von Watford am Rabat. Kommt rein und soll nochmal im Sturm ein bisschen was reißen, aber wie es aussieht, hat er keine Chance, denn Swansea kommt schon wieder. Llorente, da war seine erste Chance. Kopfballspieler ist er ja, das ist klar, das kennt man ja. Aber das hätte er auch ein bisschen besser machen können hier noch. Gut, so ist es halt. Aber vielleicht kriegt er ja noch eine Chance in dem Spiel, denn Swansea ist schon deutlich stärker in der Partie, sieht man hier auch schon. Wir sind schon in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Da kommt nochmal, daher, Gomez hält nochmal schön. Aber das musste er eigentlich auch haben. Ja, war nicht schön geschossen von daher. Und somit geht es, denke ich mal, 1-0 in die Pause. Ich meine, Endstand 1-0. Denn Nachspielzeit ist schon viel gelaufen von den 4 Minuten. Und
Das dürfte es auch gewesen sein. Oder kommen, schaffen sie noch was? Ja, noch ein Schuss. Aber jetzt ist vorbei. Somit trennt sich Swansea City und FC Watford 1-0. Es war eher ein schwaches Spiel. Swansea hat aber die ganze Zeit überlegen gespielt. Deswegen darf sich Watford auch nicht beschweren, dass sie jetzt hier unterliegen. Aber es hätte ein schöneres Spiel sein können. Spieler des Spiels ist Montero, wahrscheinlich wegen dem einzigen Tor. Und falls euch das Video gefallen hat, es war zwar nicht so lang wie die anderen, aber so ist es halt mal, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Wie findet ihr eigentlich das Design des Neuen von FIFA? Das könnt ihr gerne mal reinschreiben. Also ich finde es richtig cool, es ist der Realität noch ein bisschen näher gebracht. Abo nicht vergessen, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir auch schon uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.